Hallihallo meine lieben Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider mit mir, der Lena. Wir sind das letzte Mal durch die Barackengegend gelaufen und müssen jetzt den Palast infiltrieren. Ich freue mich riesig groß. Unfassbar, wie ich mich freue. Oh. Was ist los? Wollen die mich jetzt schon wieder fangen, oder? Ist irgendwie was anderes. Was ist das denn? Ist aber ein schönes Mobile. Ich möchte da rein. Sieht aus, als könnte ich da rein. Ich möchte da auch rein. Und wie ich da rein möchte. Und wie. Ich gehe mal kurz gucken. Wieso nicht? Sieht ehrlich gesagt nicht wirklich so aus, als könnte ich von hier aus rein. Gut, dann schauen wir uns einfach mal um. Irgendwie kommen wir da schon hin. Jo, los, weg. Wie können die so leben? Ja, gar nicht. Siehst du doch. Die sind doch alle schon so ein bisschen angepisst. Hauptsache, die wollen alle Frauen brennen sehen oder so. Oh, da ist noch was. Yay. Toll, jetzt könnte ich die Waffe aufwerten. Das ist natürlich riesig super toll. Dann will ich noch nicht... Oh, hi. Na? Du bist aber ein Hübscher. Also die Umweltverschmutzung ist hier auf dieser Insel aber ganz schön enorm. Muss ich mal so sagen. Schon nicht so schön. Zack. Muni. Und ein Buch. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und Ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Glaube, Matthias hat einen Kult wahrhaft Gläubiger geschaffen. Wie könnte man moralischen Verfall und Gewalt besser rechtfertigen? Die Frage ist, wenn er möchte, dass die Solari wachsen, wieso verbrennt er dann alle Frauen auf der Insel? Wäre es dann nicht viel klüger, die Männer einfach mit den Frauen zusammenzulassen und dann kommen halt Kinder und egal. Dann warten wir halt jede 10 Jahre, bis dann ein neues Flugzeug angeschwommen wird. Und dann töten die sowieso alle, was total den Sinn dann verfehlt. Aber, einfach nicht hinterfragen. Kann man das eigentlich? Wenn ich mal ganz blöd fragen darf.
kann man das eigentlich anzünden? Weil da so ein dicker Ölfilm rumschwimmt. Nein, 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 nein. Nope. Supi. Ich möchte eine Waffe aufwerten. Lass mich eine Waffe aufwerten. Waffe. Okay. So. Jawohl. Da, kann ich aufwerten. Auch wenn ich es nie benutze, ich kann es aufwerten. Klebeband Doppelmagazin. Zwei mit Klebeband verbundene Magazine erhöhen das Nachladetempo. Okay. Ansonsten habe ich ja schon alles volle Kanne aufgewertet. Naja. Flop. Dann weiter, weiter, weiter. Yay! Yay! Kann man hier hoch? Nö. Schade. Aber da kann man bestimmt lang. Ach komm schon, das ist doch nur ein Metallgitter. Du hast doch so ein Brechdings. Brechaxt. Hi. Lass den Kopf doch nicht alle so hin. Oh mein Gott. Gwen! Lol. Ah ne, den, der ist ja meiner. Also, nicht meiner, sondern bekannter. Plump. Jetzt ruckelt's aber ein bisschen, ne? Ein bisschen viel. Will! Will, 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 will. Grim! Du bist entkommen! Ich kann nichts halten! Komm raus! Wir müssen die anderen holen! Okay. Oh, sei doch mal ruhig. Siehst du die Scheißleiter nicht? Rauf mit dir! Oh, sei doch ruhig, ich muss hier Munition horten. Los, beweg dich! Komm rauf! Oh Mann! Quatsch mich nicht voll. Komm ich halt. Ach, zündet ihr! Was ist denn da? Autsch. Oh Mann! Jetzt haben die schon voll die kranken Viecherkacke. Halt die Schnauze. In die Nüsse rein. Oh Mann, ihr nervt. Lass mich doch mal in Ruhe. Mann, oh Mann, Mann. Flump. Oh, du kleiner dreckiger Bastard. Ich hoffe, du stirbst. Jetzt. Durch mich. Scheiße, 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 scheiße. Kinders, übertreibt es nicht. Ich mein's ernst.
Kommt ruhig her. Kommt ruhig her. Finde ich gut. So. Bimmelt auch noch mein Handy, ey. Was ist denn hier los? Hör mal auf. Kleiner. Oh Mann, eher noch Verstärkung. Zum Glück übertreibt es nicht. Sarah, du lebst noch. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt. Aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt. Aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Ich muss erstmal Leute ausrauben. Dann können wir weitersprechen, alter Mann. Das war aber ohne Tortur. So, alle wieder weg, ja? Schön. Gibt's doch nicht. Wie viele gibt's denn hier auf dieser Insel? Mein Gott, es tut mir leid. Scheiß Handy. Ich kann es auch nicht ausmachen, weil es meine Stoppuhr ist. Aber ich möchte erst da lang. Was ist hier los? Wo ist Link? Da sind Hühner. Da muss auch ein Link sein. Ah. Inro sind normalerweise aus lackiertem Holz. Aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Dieser Inro riecht innen nach Tabak. Vielleicht so etwas wie ein altes Zigarettenetui. Unfassbar. Wo bin ich hier denn schon wieder? Da, Tandy. Da. Bin ich hier? Wo krauche ich hier gerade rum? Ist das eigentlich normal oder? Noms? Da will ich nicht runter. Das sieht nicht gesund aus, wenn ich da runterfalle. Dann, gehe ich erstmal hier hoch. Nee, Quatsch. Ach, Kinder, es tut mir leid. Hier ist noch irgendwas. Toll.
Boah, hat sich das gelohnt. Hauptsache erstmal haben, ne? Hier. Interesting. Was? Wo? Toll. Gut, dass ich an euch rankomme. Aua. Da hast du deinen Bums. Solche kleinen Wichser. Entschuldigung. Aber ist so. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier genau lang muss. Hey. Ach, da komme ich, glaube ich, drauf. Aber ich möchte es noch weiter. Oh Gott, so ein Spiel ist eigentlich nichts für mich. Ich muss doch alles erforschen. Nein! Du bist so eine Nuss, Lara. So eine Nuss. Da möchte ich hin. Oder auch nicht. Narre, sieht das so aus? Tschüss. Ich hoffe, du stirbst einen sehr schmerzhaften Tod. Danke. Zu viel. Zu viel zu erkunden, ich sag's euch. Viel zu erkunden. Dieser Inro gehörte wahrscheinlich einem höheren Militär und enthielt offizielle Befehle und Siegel. Traumhaft. Luki, Luki. Na, Gott, es ist schon ein bisschen laggy momentan. Ich muss mal gucken, ob ich das dann nächstes Mal optimiert bekomme. So, jetzt weiß ich nicht. Das brauche ich, um weiterzukommen. Gut.
Aber ich möchte ja doch erstmal woanders gucken. Kennt das doch. Oh, hi. Liegt da sehr bequem. Komm ruhig her. Wie kann man nach einem Schuss von solchen Dingern leben noch? Echt unfassbar. Ha. Bring, bring. Geheimes Grab in dem Land. So, so. Da. Am I right? Ich gehe da nur noch mal gucken. Hier komme ich also weiter, okay. Die Frage ist, what the fuck, wo muss ich weiter? Ist das das geheime Grab? Auf jeden Fall gibt es hier viel Bergungsgut, aber... Oho! Es lohnt sich auf jeden Fall erstmal hier reinzukommen. Jawollo! Aber ich glaube, das werde ich dann erstmal das nächste Mal weiter erkunden. Hier gibt es so unfassbar viel zu tun. Das geht doch nicht. Das können die mir doch nicht antun. Auf jeden Fall würde ich dann erstmal sagen, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gut gefallen und ich würde mich immer freuen, wenn ihr auch den nächsten Part schauen würdet. Ansonsten viele liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Eure Lenschen 93. Tschüss!